Ja, wir machen weiter, gehen ins Rebel-Sektor. Und hier ist nichts los, wie immer. Ah, keine einzige Wolke, das heißt, wir können endlich mal wieder Mind Control anwenden. Yay, Mind Control. Ups. Okay, jetzt könnten wir schon wieder welche versuchen zu schützen. Okay, das hat sich mal derbe gelohnt, würde ich sagen. Wir haben eins verloren und 43 Scrap gekriegt. Oh. Oh. Ja gut, das macht uns jetzt erstmal nichts, würde ich sagen. Das ist übrigens auch was Feines, wenn hier ein Feuer ausbricht, können die auch alleine löschen, weil kein Sauerstoff da ist. Oh Gott, das war jetzt die vollkommen blöde Aktion. Weil wir können die ja nicht heilen danach. Das heißt, es war ein bisschen blöd. Wobei, die haben jetzt, glaube ich, nicht. Naja, gut, die haben schon zu viel Schaden genommen, dass ein Sprung nicht mehr reicht. Aber immerhin Außer können man wir. würde upgraden. Das stimmt natürlich. Wie kostet denn das? Gut, das 35. würde dann das Doppelte heilen. Das ist natürlich eigentlich nicht verkehrt. Und bei Kämpfen haben wir auch schneller wieder die getötete Kuh zurück. Das Heilen ist zum Glück passiv, also man muss nicht Ja, den unter Strom wenn man haben. vergisst, den Strom zu setzen vor dem Jump, wird man nicht dafür bestraft. Ja, das ist passiv, braucht keinen Strom. Ach ja, genau, wir müssen mal hier unseren Heini dann mal dahin schicken. Ja. Allerdings erst, wenn wieder Sauerstoff drin ist. Ja. Man merkt schon, das sind blöde Viecher eigentlich. Mit diesem keinen Sauerstoff ist halt schon ätzend eigentlich, wenn Ja, man nur jetzt wenn einen man hat. gemischte Crew hat, was eigentlich immer der Fall ist. Vor allem, wenn du nur einen hast, dann ist immer dieser eine Raum blockiert. Ja. Im Grunde genommen. Gut, die Frage ist eigentlich, was ist denn, wenn einer stirbt, wenn ich hier nur eins Energie drauf habe? Kann ich dann zwei Energie draufgeben und es Ja. beschleunigen? Ja, gut. Ich denke. Ja, wenn wir jetzt dann langsam. Der Sauerstoff geht aber auch langsam hoch, du. Der wird ja nie ganz hoch. Also ganz hoch schafft er ja nicht. Ach so, natürlich. Da hast natürlich recht. Wir haben ja zwei Räume immer. Gut, es lohnt sich natürlich nicht, zum Shop zu fliegen bei 13. Ja, hätten wir mal nicht geupgradet, ne? Echt, hey, was redest du mir ein? Du hättest ja nicht machen müssen. Jetzt bin ich wieder schuld, weißt du? Ey, typisch. Warte mal, ich speichere hier mal ein, das habe ich vergessen, weil wir haben jetzt einen mehr. Ja, und jetzt warten wir mal sinnvollerweise auf unseren Schuss und dann tun wir den Captain in Beschlag nehmen. Dummerweise hat der ja schon wieder eine Rakete, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich schon wieder Schaden ab. Nyaaaa. Miss. Verdammt. Nein. Wir haben aber auch ein Glück. Ach. Also es ist unglaublich. Nein, du könntest immer noch Dingsen, ne, hacken. Ich will aber, ich weiß nicht, Drohnenteile sind immer so schnell weg. So viel dazu. Hättest du immer gehackt, ey. Ach, sei doch still. Hinterher ist mir immer schlauer. Scheiße, ey. Oh Gott, was ist denn das, dieser blöde 9-Sekunden-Raketenwerfer, ey? Warum haben wir keinen solch? Aber die Bots können sich's halt auch leisten, ihre scheiß Raketen rauszuhauen, ne? Ja, die haben nur einen Gegner, wir haben viele Gegner. So, jetzt kann ich dann das nächste Mal. Und zwar jetzt. Jetzt versuchen wir mal zu schießen. Wo schießen wir denn hin? Das hält nur so kurz, da müssen wir eigentlich. Die haben aber auch ein Ausweichen, das ist unglaublich. Weißt du, was wir bräuchten? Wir müssten. Was war's? Das Ding mal hochleveln, damit es länger blockiert. Jetzt warten wir natürlich auf einen Ionenstunner. Das ist unglaublich. Jetzt brennt es da auch noch. Gut, da können wir jetzt auch nichts helfen. Ja, wir könnten jetzt schon wieder schießen und schon wieder missen. Ich meine, bis. Ach, wir haben die Rakete abgeschossen. Okay, jetzt können wir dann gleich wieder hacken.
Soll ich jetzt schießen? Ja, musst du ja fast. Bis das geladen ist, ist das auch wieder geladen, weißt. Immerhin eins getroffen. Dummerweise hat es jetzt nur den Laser eingeklappt. Aber immerhin ist jetzt unser Chain-Laser auf in Schwung gekommen, sag ich mal. Warm gelaufen. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich mal diesen hier... Oh. Der sieht cool aus, wenn er schießt, die Animation. Was sieht cool aus? Der Chain-Laser. Muss man auf die Animation vom Chain-Laser achten. Du meinst hier... Ja. Ah, stimmt, ja. Gut. Also, der hat ziemlich viel Evasion. Haha. Da haben wir ja die Crew getötet. Ach, verdammt. Ja, und dadurch, dass wir das jetzt gerade hacken, ist die Tür blockiert. Das heißt, dafür muss man das nicht mehr aktivieren. Die Türen sind immer blockiert. Ja. Das ist natürlich eine feine Sache, wenn man den innen drin erstmal getötet hat. Ja, weil so lange... Also der kann jetzt eigentlich die Tür aufschießen und so lange kann er die nicht reparieren. Die Waffen, das Waffenmodul. Schau mal, jetzt standen wir ihn noch. Und wenn du jetzt, wenn der jetzt zum Beispiel auch ein höheres Türlevel hätte, wären die Türen halt noch stabiler. Stimmt, ja. Gut, immerhin haben wir einiges gekriegt, sag ich mal. Ja, aber es ist trotzdem ätzend gewesen. Ein Drohnenteil hätte ich gerne gekriegt. Ah, okay. Jetzt hat sich's noch mehr gelohnt. Gut, jetzt können wir mit denen hier erstmal die Tür das Leck reparieren. Das ist immerhin unproblematisch dann. Weil das wäre ja noch beschissener. Ohne ein Healing, wenn wir da normale Leute reinschicken müssten. Ja. Gut, dann warten wir noch kurz, bis hier wieder eine Bull eigentlich. Lohnt sich das nicht? Gut, jetzt könnten wir mal noch hier hinfliegen und dann haben wir vielleicht einen schönen Batzen Geld zusammen für den Shop. So ein Scrap. Gleicher Gegner, würde ich sagen, aber zum Glück mit schwächerer Bewaffnung. Weil wir nicht nur eine Schildstufe haben, das heißt, kann uns trotzdem deutlich Schaden machen. Aber sobald aber du eine Waffe schaffen ausgeschaltet wir es hast, ja diesmal einen in Beschlag zu nehmen. Ja. Ja, immerhin mal ein bisschen Glück gehabt. So, jetzt, Halt. Zuerst mein Control. Ich schieße erst und dann mache ich mein Control. Ist ja wurscht, wie rum er das macht. Mach doch auf den Captain mein Control, dann hat er keine Evasion. Dann triffst du. Ja, mache ich doch auch. Ich will aber erst schauen, wo ich hinschieße. Ach, hä? Weißt du, wie lang die Schüsse fliegen? Das hält doch nur so kurz. Aber, so. Wir schießen eigentlich auf die Waffen. Ich stehe schon ein wenig neben mir. Ja, ich habe gedacht, in dem Moment, wo ich auf diesen Knopf drücke, ist es soweit, weißt du. Aber gut, haben wir gemisst, ich habe nicht aufgepasst. Nee. Also das wusste ich, deswegen habe ich mir das aufgehoben. Ja. Yeah. Ah. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles getroffen, deswegen. Hey, was ist mit dem? Achso, wir haben ihn ionisiert. Er ist gestunt worden. Und sie kämpfen noch gegeneinander. Also das hält hier, glaube ich, 10 Sekunden oder wie lang ist der? Ist diese Länge? Oh, der ist aber ganz schön kaputt gegangen hier. Ach nee, das ist der, auf den wir geschossen haben. Ja, ich bin ein wenig übermüdet. Naja. Sagen wir, wenn wir da nochmal reintreffen, sind ganz schön viele beschädigt. Sie wollen aufgeben, aber nein. Wir vernichten sie. Warte mal, wegen Mind Control. Du meinst, dass wir die Crew komplett töten? Ja, schafft man nicht. Nehmen wir nochmal schießen. Wir haben Doppelschuss. Sterben beide. Ja. Leider nichts zu machen, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem. Aus Prinzip. Weil es cool ist. Stimmt, wen kriegt man dann eigentlich? Können wir das auch entscheiden? Nee. Du kannst auch nicht über ihn entscheiden. Ich hatte schon geschossen. Das heißt, du kannst nicht der sagen, er ist nur auf meiner Seite. Auf dieses, ja, ja. Sondern der macht irgendwas.
Ja gut, er wird da bleiben, wo er ist und kämpfen wahrscheinlich. Ja. Das hat man ja gerade gesehen, wenn kein Gegner im Raum ist, kämpft er halt gegen das Modul. Und wenn das Modul kaputt ist, geht er in einen anderen Raum, wenn kein Gegner da ist. Ah ja. Dann wechselt er, aber läuft halt irgendwo hin. Okay. Jo, wir fliegen mal zum Shop jetzt und schauen, ob es was Feines gibt. Ja, für 100 könnte man schon was Feines kriegen. Zum Beispiel eine Breach 2. Drohnen interessieren uns erstmal nicht. Genauso wie. Aber das hier ist eine neue Drohne, deswegen schauen wir uns die mal an. Das heißt, das hier tut jetzt ein Zusatzschild generieren, oder was? Create Single Super Shield Barrier periodically. Das heißt, das tut immer wieder mal ein Schild aufbauen, scheinbar. Aber man hat wahrscheinlich wieder keine Kontrolle darüber. Ja, wir könnten uns jetzt ein Medbay kaufen. Die Frage ist, wollen wir das machen und oldschool sein oder einfach mal so weitermachen? Also, Ich würde so weitermachen. ich eigentlich auch. Ich würde mir das Breach 2 kaufen, weil das ist im Endfight eine feine Sache. Sag einfach ja. Ja, Sir. Gut. Dann reparieren wir uns mal noch. Und das soll uns dann auch reichen. Wir sollten ja auch nicht vergessen, dass wir mal ein bisschen Geld ansammeln, um unsere Chip-Systeme abzugraden. Weil ein 1er Schild ist jetzt schon sehr gewagt in Sektor 3. Gut, die versuchen zu fliehen, aber haben kein Schild. Das heißt, Ich uns dann wir schießen erstmal den auf dahin. die Waffe. Das Problem ist nur, der hat hier, ich glaube, das ist der ganz schnelle Machen wir Ionenlaser. uns dann doch auf die Waffe. Ich habe Angst, dass er dann wegfliegt. So schnell fliegt der nicht weg, da kann die Chain erst schon mal laden. Dann schießt du mit der Chain auf ein Ding. Am Ende schießt du mit dem Ionenstunner daneben und dann bringt so oder so nichts. Oh, komm schon. Was war denn das jetzt? Gut, wir könnten jetzt ganz panisch noch einen Drohnenteil opfern, ne? Nein, wir Ionenstunner. treffen jetzt. Wusste ich's doch. Jetzt sollten wir dann eigentlich erst nochmal da Ne, nachschießen, auf weil jeden so lange Fall. hält das nicht. Ach ja. Ah, okay, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Hin, unser Klon ist noch aktiv. Ja. Den sollten wir klein kriegen, würde ich sagen. Ja, es wäre auch peinlich, wenn nicht. Gut, dann sollten wir das hier mal reparieren. Da fehlt uns eigentlich mal einer, der richtig gut reparieren kann. Ja. Was willst du denn machen? Den Mantis ausbilden? Sicher nicht. Deswegen nehme ich ja den, weil die will ich nicht nehmen, weil mit denen kann man nicht so ohne weiteres rumrennen überall. Ja. Das ist halt echt denen ihr Nachteil. Zumal sind die ja auch langsamer, ne? Ja. Zwar nicht ganz so langsam wie die Rock, aber langsamer. Aber hier, unser Waffentyp ist schon gut gelevelt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, wir fliegen weiter zum Distress. Nee. Ich will eigentlich nicht so weit wegfliegen. Wer weiß, was kommt. Nicht, dass wir wieder von irgendwelchen Spionen verraten werden. Wir tun natürlich niemanden von Bord se senden. Das mache ich nie. Ich mach's nur, wenn ich dann noch im ersten Sektor bin und mir denke, ach, wenn einer stirbt, fange ich wieder von vorne an. Tja, das mache ich eben nicht, weil ich würde dann niemals von vorne anfangen. Tja. Ich ziehe sowas durch. Selbst wenn ich weiß, dass ich verliere. Wie fliegen wir denn jetzt? Ich würde dahin fliegen, dann dahin, dann Hier? dahin und dann dahin. Weil Ah ja, bei den okay. Punkten kannst du überall relativ schnell ans Ja, Exit fliegen, wenn hast es mal recht. knapp wird. Oh, Oh. neue Danger. Der ist neu. Ah, okay. Kennst du ihn schon? Nein. Und zwar ist das ein Pulsar, der immer wieder pulsiert und dann irgendwelche Module random ionisiert. Ah, okay. Aber, wo kommt er an? Gut, dann können wir jetzt mal unseren Mantis auspacken. Das heißt, wenn der dann jetzt dann Schaden genommen hat nach dem Kampf, lassen wir ihn einfach ersticken und dann haben wir ihn wieder hochgeheilt. Yay! Yay. Ja, war ja klar, Was warte willst du mal. machen, ne?
machen. Das hat jetzt irgendwie, du kannst den auch Mind controllen übrigens in deinem eigenen Schiff. Ja, aber das hat jetzt nicht so den gewünschten Effekt dann. Dann greifen die den dann noch an, ist die Frage. Nope. Ja, dann ist es ja noch sinnloser. Sag mal, was mache ich denn? Nur rauszögern. So. Wenn du eine Medbay hast, ist es nicht unbedingt schlecht. Jetzt aber. Weil, wenn zum Beispiel. Na, jetzt kommt hier. Der du gerade deine Puls. Leute heilst, kannst du den. Mind controllen und dann greift er dich nicht mehr an, solange der heilt. Ah, okay. Oder, da, jetzt kommt's. Hier ein Puls, imminent. Wobei der Pulsar so das, die angenehmste Form ist von Umwelt. Es hat aber echt, das macht echt schon, das hat hier sein Schild und sein Dingens. Das heißt, wir können ihn jetzt super treffen. Und aber von uns wurde auch das Schild gestammt. Es macht auch verschieden viel Schaden auf die verschiedenen Komponenten scheinbar. Schon wieder. Es geht aber, der pulst aber schnell hier. Ja, aber ist aber auch nicht gefährlich. Ich meine, der macht ja auch keinen Schaden. Erstmal. Das stimmt. Das ist, wenn ich da so an Sonnensturm denke, das war immer sehr, sehr nervig, du. Ich habe auch das Gefühl, dass er die Waffen zum Beispiel, die hat er bei mir nie erwischt. Ah, bei ihm auch noch nicht. Okay, jetzt versuchen sie zu flüchten, aber ich glaube, ohne Captain wird ihnen das nicht gelingen. Nee. Ach, wir hätten eigentlich längst mal hier diesen hier machen können. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ah, jetzt sieht man auch, weil das Modul kaputt ist, versucht er jetzt in den anderen Raum überzuwechseln. Ja. Wir nehmen wie immer das Surrender nicht an. Da brennt's schön. Und greift halt den nächsten Raum an. Ja. Ich finde das Geräusch immer so irritierend, wenn die Mind-Control aufhört. Ach, das war von der Mind-Control? Ja. Jetzt lass ihn sterben. Schicke er ihn in den Tod. Mhm. Ich schicke ihn mal zu seinem Kumpel. Vorher tun wir natürlich hier mal Strom draufgeben, dann dauert es nicht ganz so lang. Ja. Wobei, jetzt könnten wir mal testen, ob wir das dann beschleunigen können im Nachhinein. Aha! Scheiß, die Wand an. Schicken raus. Das sollten wir in dem anderen, in dem anderen Sektor machen, in einem anderen Beacon machen vielleicht. Weil ich weiß nicht, wenn der gerade geklont wird und dann in dem Moment wird das Ding deaktiviert, wenn der dann tot ist. Dann keine Ahnung. Ja, aber ja, hast recht. Jetzt hätten wir ihn natürlich geschickterweise nicht erstmal ein bisschen beschädigt, bis wir auf die Idee gekommen sind. Ne, der wird ja auch um 18 geheilt, oder? Stimmt. 16. 16? 8, 16, 25. Aha. Ich dachte 9, 18, 27. Gut, wir springen schnell weg, bevor unser Antrieb disabled wird. Jetzt könnten wir nicht hier rüberfliegen, oder? So und dann so. Ja, ist ja wurscht. So oder so erwischen wir noch 3 Stück vorm Exit. Ja. Nee. Und mal wieder eine Drohne, diesmal in... oh, verdammt. Weißt du, was komisch ist? Wir kommen jetzt hier hin und die Drohne hat ja im Prinzip noch keinen Schaden genommen. Obwohl die ja schon länger hier sein muss. Ja. Und erst wenn wir kommen, fängt es auf einmal an. Dann kann sie sich nicht mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Dumme Drohne. Ja, zu wenig Rechenleistung. Ja, oder schlecht programmiert. Nice. Das ist doch mal echt ein bisschen erstes Glück. Erstes Mal, dass wir heute Glück haben. Aber was für eins, du. Na, jetzt haben wir gerade... naja, gut. Hätte einen kritischen Raum auch treffen können. Das war also jetzt kein Pech. So, jetzt dürftet ihr dann... Na, ich hätte mal lieber auf die Waffen geschossen, nicht hält, aber nun gut. Oh. Okay, es hat sich jetzt eigentlich doch gelohnt. Wir haben einiges gekriegt. Gut, wir müssen noch chargen. Na, jetzt können wir ihn um die Ecke bringen, würde ich sagen. Mhm. Ach, wir sind so nett. Tschüss, Mantis. Man sollte mit diesen Typen aus dem Fenster springen können. Das Ding kannst du jetzt testen, ob wir es noch im Nachhinein beschleunigen können. Ah ja, genau. Guter Punkt. Wobei, ob wir den Unterschied, Unterschied natürlich merken, ist die andere Frage. Es müsste ja sichtbar sein. Okay. Es muss ja dann springen. Warte mal noch kurz. Jetzt müsst... Nee, die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Ah, okay. Schau, jetzt ist es ein bisschen langsamer, jetzt ist es ein bisschen schneller.
Okay. Also es ist so, dass es sich lohnt, das dann im Nachhinein hochzuschalten. Ja, aber ich würde es halt schauen, dass es immer auf 1 ist, auf ja. 1 ist. Dann muss man nicht reagieren. Ja, falls es denn so ist, wie wir uns das denken. Dass es dann halt. Ja, sonst würde die Augmentation ja eigentlich keinen Sinn machen, ne? Außer ich habe die Augmentation falsch verstanden, weil ich schlecht in Englisch bin. Ja. Anti-Personal Haben wir da Drawer. was zum Verscherbeln gefunden? Die ist aber auch neu, die Anti-Personal, oder? Nein, die ist Ich alt. dachte, die hieß anders. Die hieß Anti-Personal Ja? Drohne. Okay. Ich dachte, die hieß irgendwie anders. Das ist die, die auf dem eigenen Schiff kämpft, oder? Ach so. Ich dachte, es ist die Breach-Drohne Das ist oder wie die die heißt. Breach-Drohne, Okay. oder? Gut, ich kann mich da jetzt auch täuschen. Gut, wir können jetzt noch schön den Punkt mitnehmen und dann auch noch den, so wie das aussieht. Langsam haben wir auch da. Eigentlich sollten wir jetzt dann mal, erinnere mich dran, eine Schildstufe kaufen, wenn wir so viel Scrap haben. Okay, hier ist nichts los. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal. 50 sollten wir uns leisten können. Hahaha. Natürlich müssen wir uns auch Energie dazu leisten. Machen wir erstmal so. Das sollte uns auch erstmal genügen. Ha, es reicht glaube ich doch nicht. Nee, das würde nicht mehr reichen, da bin ich Boarding mir ziemlich Drone. sicher. Boarding Drone heißt die, okay. Gut, es geht in den Iron nächsten Intruder ist Sektor, aber neu. erst nach diesem Combat Drone ist Kampf. alt. Und wie hieß die? Anti-Personal Drone. Nee, ist auch alt. Ja, habe ich schon gehabt. Ja, die ist ja Standard auf dem Engi Ja. Type B. Der, wo nur ein Crewmitglied hat. Ja. Gut, jetzt mit unserer zweiten Schildstufe können wir dem Gegner hier, glaube ich, ganz entspannt entgegentreten. Ja, gut. Außer wir treffen natürlich die ganze Zeit nichts. Wobei wir durch die schneller werdenden Chain Laser natürlich unsere Chancen massiv erhöhen. Und bei den Drohnen ist es natürlich wie immer so, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass es sich repariert. Das heißt, ganz entspannt eigentlich. Und das war's. Gut, damit noch ein bisschen was eingesammelt. Jetzt haben wir eine Anti-Personal. Ach, noch eine gekriegt, oder? Ja. Unglaublich. Hoffentlich sind die Dinger was wert. Und ich hatte recht, es hätte nicht mehr gereicht. Das heißt, wir können jetzt in den nächsten Sektor. Die Frage ist, wohin? Es ist eigentlich wurscht. Mantis Homeworld. Bei Mantis waren wir noch nicht. Das heißt, wir gehen dahin und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis denne.